Was für eine geile Zeit! Schlager pur im Pott. Die Solidarvorstiftung NRW wird 35. Und auch im Jubiläumsjahr wird wieder ausgelassen für den guten Zweck gefeiert. Rund 3000 Schlagerfans lassen es in Castrop-Rauxel krachen. Eine von ihnen ist Annalena Windhövel. Die 25-Jährige arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Lernbehinderungen. Sie hat schon früh angestanden, um dem Sänger Norman Langen ganz nah zu sein. Ich bin schon die ganze Zeit aufgeregt. Ich konnte sogar die Nacht nicht schlafen. Norman ist gerade so mein Favorit. Seine Musik, sein Aussehen, halt die Musik, die er macht, finde ich gut. Annalenas großer Wunsch, ein Foto mit Norman Langen. Vielleicht geschieht heute noch ein Wunder, ich glaub dran. Das singt er nicht nur, er macht auch das Foto tatsächlich backstage möglich. Das ist jetzt mein größter Traum, gerade mit dir irgendwie zu stehen. Och, nee. Das ist schön. Danke, danke, danke. Solche Momente wie mit Annalena sind für mich was ganz Besonderes, weil auch nach 13 Jahren das für mich keine Selbstverständlichkeit ist, dass da Menschen stehen, die sich wirklich stundenlang zu Hause hingesetzt haben, um was zu basteln, was zu malen und da auf dich warten. Und das hat mich ziemlich berührt, muss ich sagen. Alle Künstler treten ohne Gage auf. Das Geld geht an soziale Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche in NRW. Der Solidarfonds finanziert beispielsweise warme Mittagessen oder Sprachkurse. Und das eben schon seit 35 Jahren. Dass das mal so groß wird, dass wir viele Veranstaltungen machen, zu Benefizveranstaltungen, eben auch für Kinder und Jugendliche, hätte ich mir vor 35 Jahren nicht im Traum erträumt. Man ist sehr stolz. Also wenn man so ein Baby groß gekriegt hat und wie man heute sieht, wie die Menschen feiern, also unter dem Motto Spaß haben und Gutes tun, zwei Elemente zu verknüpfen, glaube ich, erfüllt uns alle in der Stiftung mit viel, viel Stolz. Zwei der treuesten Unterstützer, Olaf Henning und Anna-Maria Zimmermann. Beide engagieren sich seit Jahren für die Stiftung. Genau dafür werden sie mit dem goldenen Mikrofon der Solidarvorstiftung ausgezeichnet. Ich mache das jetzt mal wie, wenn man die Champions League gewinnt. Die nehmen auch immer den Pokal und dann machen die... Ich bin da sehr stolz drauf. Ich freue mich sehr. Ich bin natürlich auch stolz auf diese Auszeichnung, aber ich bin einfach stolz, schon so lange ein Teil dieser Solidarfonds-Familie sein zu dürfen. Es ist mir einfach eine große Freude. Das Team im Hintergrund, ich kann das immer wieder nur sagen und es klingt einfach so lapidar, aber das ist ein unglaubliches Team, die wirklich mit ganz, ganz viel Herz und mit ganz viel Druck da arbeiten. Auch in diesem Jahr hat RTL West-Chef Jörg Zayong die Ehre, den Preis zu überreichen. RTL West ist langjähriger Medienpartner der Stiftung. Solidarfonds NRW, der hilft Menschen, hilft bedürftigen Kindern und veranstaltet dabei noch eine große, große Schlagerparty. Und das ist natürlich wunderbar. Schlager ist ja etwas, was ganz, ganz toll ist für viele Menschen. Auch für mich, ich bin großer Schlagerfan und ich freue mich, wenn wir natürlich zusammen feiern können, zusammen singen können, Spaß haben und dann noch was für Kinder machen, die bürftig sind. Das ist doch das Schönste, da geht einem das Herz auf. Deswegen sind wir seit vielen, vielen Jahren dabei. Das gilt auch für viele der Künstler. Ich bin stolz, einfach Teil dieser Geschichte zu sein. Eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die Pfeffer hat, die Charme hat und die Power hat. Großartig. Ich muss echt sagen, ich habe von der Veranstaltung ganz viel schon gehört. Und jetzt das selber mal mitzuerleben, ist wirklich wunderbar. Ich trete auf, ich habe Spaß. Und durch den Ertrag, den wir heute erzielen, können wir auch noch was Gutes tun. Und das ist für mich der Jackpot. Ich bin immer motiviert, wenn ich auf die Bühne gehe. Und es macht mir sehr viel Spaß, wenn es natürlich für eine gute Sache ist. Insgesamt sind bei der Party im Jubiläumsjahr weit über 30.000 Euro für die Projekte des Solidarfonds NRW zusammengekommen. Feiern für den guten Zweck. Gerne auch in den nächsten 35 Jahren. Schatzi, schick mir ein Foto. Nur so ein Foto wünsch ich mir. Ich sagte, Schatzi, schenk mir ein Foto. Ein kleines Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto.